Hallo lieber Fondue-Freund, schön, dass du wieder zuschaust. Ich zeige dir, wie du ein Käsefondue mit Äpfeln und Walnüssen ganz einfach selber zubereiten kannst. Das bietet sich an, wenn du mal einen anderen Geschmack haben möchtest oder wenn du Gäste eingeladen hast und denen verschiedene Käsefondue-Sorten anbieten möchtest. Am Ende des Videos gebe ich dir noch einen Tipp, welche Käsefondue-Mischung besonders gut zu diesem Apfel-Walnuss-Topping harmoniert. Für die Zubereitung benötigen wir Äpfel. Ich habe hier säuerliche Äpfel, einen Brähbirn, dann Walnüsse, eine Prise Salz, etwas Butter und Calvados. Und für das Käsefondue verwende ich eine fixfertige Mischung. Du kannst es allerdings natürlich auch selber machen. Und jetzt geht es an die Zubereitung. Zerkleinere zunächst die Walnüsse. Und nun kümmere dich um die Äpfel. Die müssen ebenfalls etwas kleiner werden. Schneide diese in kleine Stücke. In eine Pfanne gibst du nun die Walnüsse, etwas Salz, Butter und die Äpfel. Und das Ganze lasse bei mittlerer Hitze leicht anbraten. Lösche nun mit einem Schuss Calvados ab und schüttle das Ganze einmal durch. Und fertig ist die Mischung. Das Käsefondue erhitzt du direkt im Kaklon und bringst es unter Rühren zum Kochen. Und nun kommt aus der Pfanne direkt die Calvados-Apfel-Butter-Walnuss-Mischung in das Fondue. Fruchtig, spritzig, köstlich, diese Fondue-Mischung mit Äpfeln und mit Walnüssen. Und jetzt zum Tipp. Verwendet mal, wenn ihr das Käsefondue selber macht, statt Weißwein und Kirschwasser, Äpfelwein und Calvados. Und macht damit euer Käsefondue. Denn das schmeckt hervorragend zu dieser Äpfel-Walnuss-Mischung. Ganz lecker, deswegen haben wir es auch bei uns im Angebot. Jetzt bin ich gespannt, wie schmeckt es dir? Wie schmeckt es deinen Gästen? Gib doch bitte deinen Kommentar ab. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.